nicht, dass deiner länger ist. Schatz, das ist so eklig. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, wo wir finden uns in der Wildnis. Das bedeutet, wir wagen uns mal wieder in mein Auto heran. Diesmal pimpen wir es aber auf. Letztes Mal habe ich euch genau hier gezeigt, was ich für ein Auto eigentlich habe. Nämlich diese hübsche Karre. Eigentlich braucht sie gar kein Pimping mehr. Aber ich dachte mir, wir machen das zu so einem richtig geilen Tussi-Car, wo ein lieber Schatz hinter der Kamera sich nicht mehr dran mitzufahren. Und ich zeige euch erstmal, was ich dafür alles gekauft habe. Ich habe auf Amazon 100 Euro ausgegeben. 100 Euro für diese Scheiße. Okay. Wir haben ein paar Würfelchen, wir haben ein paar coole Aufkleber. Ich muss gucken, dass ich irgendwie Musik bekomme in meinem Auto. Das. Und da drin ist das absolut geilste, was, glaube ich, niemand von euch in so einem geilen Auto hat. Nämlich LEDs. Das ist wie ein Mercedes mit den LEDs. Ja! Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an, das Auto ein bisschen aufzupimpen. Hier erstmal das Vorher-Video. Nö. Das Schwierigste, ich habe sowas noch nie gemacht und ich weiß noch nicht, wie ich das angehen soll. Wir haben ja aber eine super aussagende Gebrauchsanleitung. Die sagt halt mal gar nichts aus eigentlich. Da fangen wir mit nichts an. Und halt so ein paar Päckchen, mit denen wir es irgendwie festmachen müssen. Let's go. Okay, wo fange ich da jetzt an? Ah ja, hier sieht man auch mal, ich habe halt keine Musik, deswegen habe ich immer die GBL-Box mitgenommen. Das wird sich heute ändern, Leute. Hört ihr mich überhaupt in der Ausbahn? Wenn nicht, I'm sorry. Eigentlich kann das ja nicht so schwer sein, weil jeder Mensch schafft das, glaube ich. Vielleicht bis auf mich. Hä? Kann man das hier oben irgendwie wegmachen? Bestimmt. Weißt du was? Ich glaube ja. Ja, braucht die Sätze noch jemand oder denkst du, ich kann die kaputt machen? Ich will nichts Falsches sagen, aber... War nicht meine Schuld, Papa. Ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Ich kauf dir neue Sitzbezüge, falls du welche willst. Ich weiß echt nicht, wie ich schaffe. Okay. Aber so kann es doch nicht bei jedem laufen. Nee. Da muss es eine andere Lösung geben. Ach du Scheiße. Ja, okay, das ist sauber, ist echt der normale Sitz. Ist ja eigentlich gar nicht so hässlich. Komm, jetzt die neuen Sachen oder soll erst das wegmachen? Ich würde erstmal alles rausmachen, oder? Ich dachte, du machst das Auto. Wie kriege ich denn das da raus? Das muss doch irgendeine Funktion haben, wie ich das rausbekomme. Ich so fände ich es aber auch geil, wenn ich so ein Auto hätte. Das darfst du richtig gar nicht. Scheiße. Ja, gut. Warum mache ich jetzt echt dein Auto? Bin ich eigentlich ganz... kannst du vielleicht... aufhören. Der ist bestaubt, aber. Oh mein Gott. Siehst du das? Wieso hat man denn so ein Messika? Kann ich die alten vielleicht einfach rausschmeißen erstmal? Juckt doch niemand. Yo. Was ist da passiert gerade? Was? Irgendwas abgerissen. Kann ich den Sitz irgendwie ausrasten und ausschütteln? Boah, nicht. Ich weiß nicht, ob du kompletten Sitz jetzt rausmachen kannst. Jetzt mit der Hand ist alles weg. Schatz, das ist so eklig. Soll ich da einfach einen neuen Sitz drauf machen? Oder soll ich das einfach später mal sauber hier machen? Oder tust du jetzt einen neuen Sitz drauf und machst es zu Hause noch? Ja, ja, das meine ich ja. Ja. Ich glaube, so mache ich's. Boah, ich will mich ja gar nicht draufsetzen. Oh mein Gott. Okay, dann kommt das hier oben. Soll ich dir helfen? Schatz, das sieht nicht richtig aus, wie ich das mache. Das Ergebnis sieht so aus, wir haben festgestellt, hier kommt das gar nicht rein und jetzt haben wir festgestellt, es gibt mehrere verschiedene. Das bedeutet, wir müssen das hier nochmal komplett rausmachen. Wie haben wir das denn festgemacht? Dieses Lochding muss oben sein. Bei der Rückbank anmachen und uns ist einfach das hier entgegengekommen. Das ist so widerlich, oh mein Gott. Und hier, schaut mal. Das mache ich alles sauber, ich schwöre es euch. Ich sag dir jetzt auch warum. Guck mal, wir können die jetzt hier unten festmachen. Nur nach unten klemmen wenigstens. Aber wir müssen es einklemmen, das Tuch einklemmen, damit es schon was bringt. Ist es drauf? Ja, oder? Aber das muss doch irgendwie hier noch fest werden hier vorne. Ah, ich muss runterdrücken einfach nur. Du musst auf einen Punkt hier vorne, vielleicht musst du das noch weiter nach hinten schieben und dann drücken. Das sieht brutal geil aus. Wir haben es jetzt nur hier oben nicht richtig geschafft festzumachen. Aber da fangen wir mit Dad, wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit. Jetzt sind die LEDs dran, es sind genau 4 Stäbe unter jedem, also vorne zwei und hinten zwei. Ich bin übel gespannt, wie man das machen muss. Hast du eine Idee, wie wir das machen könnten? Boah, vielleicht entweder an die Seiten
Oder unter die Stühle wäre auch krass. Weil dann leuchten die Stühle unten. Ja. Yo. Das sind richtig geil. Die Stühle sehen ja schon sick aus. Muss schon sagen. Laiska. Okay, let's go, würde ich sagen, Schatz. Gleich, wenn es fertig ist, weil wir haben gerade kein Stativ, das bedeutet, wir können es nicht so gut filmen. So, also, oh no. Ich verlinke euch alle Sachen, die ich gekauft habe, in der Infobox. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall so einen Zigarettenanstecker. Wir benutzen den und nicht den, wo bei den LEDs dabei war. Weil man hier zwei USB hat und ich mein Handy mit dem noch verbinden kann. Übel geil. Da kommt ein Auto. Das hier ist ein Zigarettenanzünder, der kommt jetzt raus. Und der da kommt rein. Und das sieht ja mal richtig geil aus, okay. So, das sieht echt cool aus. Oh mein Gott, der leuchtet! Das ist ist die Uhrzeit, glaube ich! Ich glaube, ich habe da noch die Uhrzeit und so. Nein, wie geil! Sieht so wunderbar aus. Junge, habe ich ein krankes Auto. Junge, ja, dies. Leuchten die schon? Machen piep, piep. Warte. Machen nicht piep. Doch, komm mal. Guck lieber weg. Warte. Ich will statt nicht weggucken. Das passiert gleich. Hä? Ich dachte, vielleicht war das nur der Anfang, piep, piep. Okay. Da ist eine Folie drauf. Schatz, oh, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Oh ja, ich dachte, du bist dumm. Wenn du wegguckst, haben die gebiebt. Wegen den Kabeln, das muss ja schon Sinn machen. Ja, wir legen. Oh mein Gott. Ich würde die unter die Sitze laufen lassen und hinten machen. Und ja, zwei hinten, zwei vorne. Ist eigentlich egal, man darf welche. Die Kabel eigentlich nicht sehen, oder? Ja, die Kabel sollte man nicht sehen. Ja, guck mal, wir können es nur so machen. Wegen dem, dass sie uns so. Oder ich lasse es von hier verlaufen. Also, aber das Kabel muss ja immer noch auf die andere Seite. Denkst du, das ist lang genug, dass wir das. Hier hinten entlang, ne? Wieder nach vorne. Nee. Oder wollen wir das hier ran machen? Hier, oder? Ja, hier ist geiler. Unter. Wir machen den hier ran und hier. Wie? Hier vorne ja. Und hier hinten. Ja, wir müssen erstmal aufteilen. Zwei kommen zu dir nach hinten. Diese zwei. Was sind das für zwei? Die da. Oh mein Gott. Die leuchten einfach schon. Ja. Der da. Die zwei? Die zwei, ja, kommt zu dir. Ja. Die zwei kommen zu mir. Das da muss hier vor. Das reicht. Ah, doch, man schafft's. Okay, okay, ja, wir können das. Das ist spannend, halt einfach extrem. Sicher. Stimmt. Das ist halt auch nervig, wegen Handbremse und so. Ja. Ich hoffe, jemand darf da drauf, dann geht es hoch und die Handbremse zieht an. Das ist auch behindert. Die Handbremse zieht nicht schnell an, weil es ein altes Auto ist. Aber eigentlich, es sollte nur so sein. So. Wenn ich den dann nehme und du nimmst den, weil der ist länger. Länger? Ich glaube nicht, dass deiner länger ist. Hier, wir haben überall das drin, gell? Ja. Jetzt sollte ich es leuchten. Bei mir leuchtet nichts. Ja, weil es gibt Modus. Ich glaube, ich habe so einen abwechselnden Modus. Die LED ist abwechselnd. Leuchtet. Ja, aber ich sehe nicht eine Farbe. Ach, ja gut, es ist heller Tag, Schatz. Ja, aber auch in einem geilen Auto sieht man es. Keine AMG-LED. Das ah, da leuchtet es wirklich! Also man sieht so ganz leicht, aber es leuchtet. In der Nacht sieht es geil aus. Ja. Okay, nun mache ich die aus, wenn ich die wieder rausstecke. Du hast wohl gesehen, das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Was ist das hier? Das ist Modus. Musik. Das ist, ja, das ist zur Musik mit dem Beat. Alter, geil! Schatz! Richtig hammergeil. Okay, wir machen weiter. So, jetzt habe ich noch hier so geile Würfelchen. Da steht drauf: Tussi on Tour. Ach du Scheiße. Schatz, ist das nicht geil. Schatz, du kannst es doch nicht vor das Ding ich tun. Ich mach's doch dahinter. Oh. Dann habe ich noch ein paar Duftbäumchen. Dafür habe ich aber eigentlich ein richtig geiles Glitzer-BMW-Zeichen, das leider noch nicht da ist. Aber wenn es da ist, zeige ich euch das in meiner Insta-Story. Wie mache ich das da dran? Scheiße. Ich glaube, das waren nur so Auffüllpacks. Egal, ich habe schon mal so Duftteile. Ich komme später hin. Ich habe übrigens auch noch ein Handy-Dings geholt. Das verlinke ich euch unten auch. Das kann man einfach früher an und ich habe das direkt benutzt. Das bleibt aber hier. Das kommt in meinen Süßigkeiten. Schack. Und jetzt noch, weil ich keine Musik habe, die zweite Option, wie man Musik hören kann. Schack, das ist so. Du hast nicht ernsthaft Kassette. Kassette? Du kannst auch jetzt hören. Verbinde ich mir mein Handy. Das habe ich nicht gedacht. Ist geil, gell? Also ich kann es hier verbinden. Ich kann aber auch über diesen Zigarettenanzünder mein Handy Musik laufen lassen. Das bedeutet, ich muss meine JBL-Box nicht mehr gebrauchen. Und bei mir kann jeder Musik hören, ob iPhone oder Samsung. Ich bin nämlich auch freundlich, so weißt du, wie ich meine? Richtig geil. Das war's mit dem Malen und jetzt kommt der absolute Burner.
Achtung, Frau am Steuer, bitte Abstand halten und Miss Nikki Minuscha.de, hottest Merch in the Game. Okay, da steht nur Miss Nikki, aber fast das Gleiche. Das tun wir jetzt auch mal an. Also Leute, ich weiß nicht, ob man das vom Dach wieder wegbekommt. Wenn nicht, bringt mich mein Papa um. Aber ich weiß auch nicht ganz. Hä? Schatz, das ist kompliziert. Ich weiß nicht, wie man das drauf macht. Okay. Hier hin? Ja. Meine Eltern bringen mich um. Meinst du, es war richtig so? Ich glaube, das war mehr als richtig so. Instagram ging jetzt schneller ab. Soll ich auf den Seite oder auf meine Fahrerseite? Auf die, oder? Ja. Okay, weil da sind ja immer die, die neben mir sitzen. Und da kommt jetzt schön einmal die Miss Niggi hin. Schön abonnieren auf Instagram, ihr wisst Bescheid. Wie geil! Oh mein Gott! Geil! And that's it! Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt nochmal das ganze Auto fertig! Killing it and anybody talking shit, acting like they innocent. Well, I just wanna be the one to let you know what sentiment. I'm kissing on your girl, then I lip gloss cinnamon. I love it. Nö. So Leute, das war's für mein Video. Ich hoffe natürlich, euch hat reingefallen. Ich freue mich mega. Wenn die anderen Sachen noch ankommen, zeige ich euch das auf Instagram. Ich verlinke euch alles unten, was ich gekauft habe, in der Infobox. Die LEDs kann man gerade vielleicht nicht so gut sehen, aber ihr werdet es bestimmt auf Instagram live sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.